Als hochwertiger und sportlicher Allrounder mit Doppelakku-Reichweite präsentiert sich das für 2018 neue Riese & Müller Supercharger. Doch die Mega-Reichweite bzw. der Umstand, dass es sich um ein E-Bike handelt, ist dank des neuen raffinierten Designs auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen. Eines der spannendsten Themen für die Fahrradsaison 2018 sind integrierte Akkus, also Akkus, die im Rahmen verschwinden. Viele Hersteller bieten so etwas an, aber zwei in den Rahmen integrierte Akkus finde ich zurzeit nur bei Riese & Müllers Supercharger. Zwei integrierte Akkus mit 1000 Wattstunden, das ist super. Man kann den Supercharger gleich ab Werk mit zwei Akkus und 1000 Wattstunden bekommen. Man kann ihn aber auch nur mit einem Akku bekommen und den zweiten Akku später jederzeit nachrüsten und im Plug-and-Play-Modus installieren. Das intelligente Lademanagement des Riese & Müller Dual Battery Systems sorgt dafür, dass beide Akkus gleichmäßig entladen und dann auch wieder gleichmäßig geladen werden. So ist eine optimale, besonders schonende und langlebige Akkuverwendung sichergestellt. Mit den beiden Bosch PowerTube Akkus sind, je nach Fahrweise, Reichweiten um die 300 Kilometer möglich. Und wer mal einen der beiden Akkus daheim lassen will, kann problemlos auch mit nur einem einzigen Akku unterwegs sein und das Akkufach als Stauraum verwenden. Dass man flott und durchzugstark weiterkommt, dafür sorgt bei der 25 km/h Version der Bosch Performance CX Motor mit 75 Newtonmeter Drehmoment. Bei der 45 km/h Variante kommt der Bosch Performance Speed Motor zum Einsatz. Laufruhig und nahezu wartungsfrei fährt man mit dem Carbon-Riemenantrieb von Gates. Dieser wird mit der stufenlosen Novinci N380 SE und der Roloff Speedhub 500 14-Gang-Schaltung kombiniert. Auch eine Version mit Kettenantrieb ist im Programm. Das Supercharger erweist sich als besonders fahrsicheres und komfortables E-Bike. Auch die Sitzposition überzeugt, woran die gefederte Sattelstütze ihren Anteil hat. Vorne kommt eine hochwertige Luftfedergabel mit Einstellrad für die Federhärte zum Einsatz. Auch die breite Bereifung sorgt für eine souveräne Straßenlage. Gebremst wird mit einer hydraulischen Scheibenbremsanlage, Magura MT4 oder Shimano Deore XT werden verbaut. Top-Qualität auch bei der Beleuchtungsanlage, die von Busch und Müller kommt. Harmonisch und leicht entnehmbar in die Gepäckträgeraufhängung integriert ist das Abus Bordo Plus Faltschloss. Serienmäßig ist das Bosch Intuvia Display. Gegen Aufpreis ist auch das Neon Display mit Navigation und Fitness-Features erhältlich. Die Supercharger Modellreihe startet mit dem GT Touring mit 11-Gang Shimano Deore Kettenschaltung um 4.589 Euro. Als 45 km/h S-Pedelec kostet das GT Touring 4.899 Euro. Mit dem Supercharger GH Novinci um 4.689 Euro hat man Riemenantrieb und die stufenlose Novinci N380 SE-Schaltung an Bord. 5.199 Euro kostet die Novinci 45 km/h S-Pedelec-Version. Das Topmodell Supercharger GX Roloff kommt mit der Roloff Speedhub 500 14-Gang-Nabenschaltung in Kombination mit Riemenantrieb. Preis 6.019 Euro, als 45 km/h S-Pedelec 6.319 Euro. Das Supercharger kann auch als Mountainbike-Variante mit Shimano Deore XT 11-Gang-Kettenschaltung bestellt werden und kostet 5.099 Euro. Der zweite Akku ist in jeder Version zum Aufpreis von 713,90 Euro erhältlich.